Thema heute Unzufriedenheit und Unlust. Da fragt man sich vielleicht, was hat das Thema mit uns zu tun oder wo kann man das Thema denn überhaupt im Gesamtspektrum von buddhistischen Fragen einordnen? Also so schwer ist es gar nicht, denn jeder von uns hat so ein oder sein spezielles allgemeines Lebensgefühl. So wie man drauf ist, so die emotionale Grundstimmung, so die Lebensmelodie, die bei jedem anders ist. Das ist eine Art grundlegende Gefühlssituation. Und diese Gefühle, die da ja, uns ständig begleiten, das sind herzunmittelbare Gefühle. Also die quasi zu unserem Charakter gehören, die aus unserem Charakter hervortreten und unabhängig sind von den Gefühlen, die wir durch Sinneskontakte haben. Das sind ja die Gefühle, die wir am deutlichsten wahrnehmen, was über unsere alltäglichen Erlebnisse und in jeder Sekunde praktisch auf uns einstürmt. Und diese ja, Gefühlsqualitäten, von denen ich jetzt rede, haben mehr so nachhaltigen Charakter. Sie sind mehr so durchgängig, auch wenn sie nicht unveränderlich sind. PD hat das immer das Grundgefühl genannt, das ein Mensch hat. Nicht? Ich glaube, daran kann man so ein bisschen auch gut ablesen, was in der Sache gemeint ist, was grundlegend zu unserer Empfindung in Bezug auf das Leben da ist. Und die Empfindungen können natürlich sehr, sehr unterschiedlich sein. Wenn man sich mal überlegt, wie sich ein Mensch durchschnittlich empfindet, wie seine Lebensqualität aussieht, und das mal vergleicht etwa mit dem Grundgefühl eines übermenschlichen Wesens, eines Deva oder eines untermenschlichen Wesens, da kann man etwa abschätzen, um was es geht. Und die durchschnittliche Qualität der menschlichen Empfindung, und da sind wir bei dem Thema, ist das, was in Pali Arati genannt wird. Und das habe ich jetzt mal übersetzt mit Unlust und Unzufriedenheit. Und das ist so eine innere Haltung, ich sage mal, des Missgestimmtseins. Man hat das Empfinden, es ist nicht so, wie es sein sollte. Das Leben sollte eigentlich anders sein. Irgendwas fehlt, man hat so eine Minussituation. Man fühlt sich getrennt vom Eigentlichen. Die Dinge laufen nicht so, wie man sich das idealerweise vorstellt. Man hat nie die richtige innere Ruhe, dass man wirklich mit sich und der Welt in Harmonie ist. Und es ist immer so eine Art Disharmonie, also immer eine Art innere Spaltung vorhanden. Das ist natürlich insofern eine Verallgemeinerung, weil diese Grundstimmung, von der ich rede, manchmal sehr deutlich ist, da merkt man das so richtig, manchmal aber auch eher so subtil in unserem Hintergrund wirbelt und agiert, dass wir uns darüber gar nicht klar sind, in welcher Stimmung man eigentlich ist. Und diese Bewusstheit, die kann eben mal stärker sein und kann mal schwächer sein und dieses Empfinden kann auch deutlicher und undeutlicher sein. Damit verbunden ist automatisch, das kriegt man gar nicht weg, eine entsprechende Intention und diese Intention allgemein gesprochen, die heißt weg aus der Situation. Ich will woanders hin, ich will mehr erleben, ich will mehr von der Fülle des Daseins. Ich will das, was ich als Mangel empfinde, will ich da außen kompensieren. Ich will mir das reinholen, was da in innerer Öde und Leerheit und so weiter bei mir vorhanden ist. Das vielleicht mal auf der abstrakten Ebene, um was es heute gehen soll, Arati. Und jetzt mal will ich den Versuch starten, das so ein bisschen an bestimmten Indikatoren festzumachen, dass das nicht nur jetzt auf einer abstrakten begrifflichen Ebene bleibt, sondern dass wir das mal runterbrechen auf bestimmte Lebenssituationen oder Erfahrungsbereiche, wo sich das quasi mehr griffig darstellt, wo sich das besser widerspiegelt. Also was sind die einzelnen Erscheinungsformen von Unlust und Unzufriedenheit?
Das Erste, was ich mir notiert habe, ist das Stichwort heutiger Medienkonsum. Das ist ein sehr sozusagen deutliches Signal, um was es geht. Also festzustellen ist, dass der Mensch heute sehr, sehr viel intensiver als je sich mit seinem Laptop beschäftigt, mit seinem Smartphone beschäftigt, im Internet rumsurft. Damit wir uns da nicht missverstehen, ich weiß sehr wohl, dass man über diese Medien sich sehr viel an notwendigen Informationen beschafft, dass man sich mit anderen Menschen, wo sinnvoll, vernünftig unterhält, kommuniziert und dass auch über diese Medien das, was man als sozusagen Unterhaltungsbedarf hat, dass das auch entsprechend da befriedigt wird. Also darüber ist nicht zu reden oder zu mäkeln, das ist soweit in Ordnung. Was ich meine, ist so die mehr suchtartige Abhängigkeit von diesen Dingen, also das innere gedrängt fühlen in diese Richtung, dass die Nutzung dauerhafter ist und intensiver und aus dem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist. Arati, das steht dahinter, ist diese Art von schwebender Unzufriedenheit, die uns abhängig macht von dem Sog der Bilder, von dem Sog der Informationen und auch von der Geselligkeit, die sich da scheinbar über diese Kontakte herstellen lässt. Und dazu gehört auch nur ein Schritt nebendran eine allgemeine Konsumorientierung, die das menschliche Leben heute geradezu prägt. Also wenn man überlegt, was die Menschen früher brauchten für ihr Leben, ja, und was wir heute haben, dann ist da überhaupt kein Vergleich mehr. Und trotzdem ist der Mensch mit seiner Lebenssituation nicht zufrieden. Er braucht immer mehr, er hat immer mehr Interesse an diesem und jenem materiellen Gegenstand, was ja auch dafür steht, dass es immer mehr Interesse gibt an bestimmten Erlebnissen, an mehr und größer und weiter und schneller. Und warum? Weil das alles auch nur Form der Kompensation ist für das, was da innerlich fehlt. Da gibt es ein besonderes Phänomen, das nenne ich für mich so Wohlstandsarmut. Das trifft bei Leuten zu, die alles haben, die eigentlich noch mehr haben als alles und trotzdem innerlich leer und hohl und unzufrieden sind. Das sind Leute, die gar nicht mehr wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen, was man noch unternehmen kann, was man noch kaufen kann, wo man noch hinfliegen kann. Ja, also diese fast zwanghafte Versuche, durch übermäßigen, fast unsinnigen Luxus und die seltensten Erlebnisse und Abenteuer und so weiter endlich zu erreichen, dass da innen mal ruhig wird, dass da eine Art Zufriedenheit entsteht. Das erkennt man, diese Art von Verhaltensmuster, aber was man nicht erkennt und nicht durchschaut, ist diese emotionale Haltung, die dahinter steht, die eigentlich die Ursache für das Ganze ist. Und auch da in der Nähe ist das Stichwort Gesellschaft oder gesellschaftliche Beziehung, Geselligkeit, vielleicht könnte man noch besser sagen, anzusetzen. Man kann nicht zu Hause hocken, weil einem die Decke auf den Kopf fällt. Man muss raus, man muss irgendwem begegnen, man muss Halligalli machen, es muss laut zugehen, es muss sich was abspielen, es muss was los sein. Einfach, weil man nicht in der Lage ist, mit sich selbst konfrontiert zu sein. Man hält sich selbst überhaupt nicht aus. Auch hier füge ich an, gesellschaftlicher Kontakt ist notwendig, ist sinnvoll und wir haben ja schon gehört, dass gerade die gute Freundschaft nicht nur die Hälfte des spirituellen Lebens ist, sondern das ganze spirituelle Leben ausmacht. Also bitte auch da unterscheiden, wo solche Verhaltensweisen normal sind und notwendig sind und wo sie einfach aus einem inneren Zustand der Öde zwangshaft immer wieder neu produziert werden. Ein ganz anderer Sektor und trotzdem auf derselben Ebene ist der Gebrauch von Psychopharmaka heute. Immer mehr Menschen haben das vage Gefühl, dass sie in einem Zustand sind, den sie selbst vielleicht sogar als krankhaft definieren. Sie gehen zum Arzt und sagen, verschreiben Sie mir doch bitte mal was.
Ja, verschreiben Sie mir was, dass es mir besser geht. Dass ich nicht immer in diesem Zustand, was soll ich denn jetzt machen, dieses gedrückt sein und bedrückt sein, das wollen Sie loswerden. Da Sie nicht wissen, woher es kommt, bauen Sie auf das, worauf man heute immer gern baut, auf äußere Mittel, in dem Fall auf Arzneimittel und irgendwelche chemischen Produkte, die Ihren inneren Zustand verändern sollen. Und wenn man so Statistiken mal liest oder die Nachrichten auch mal hört, dann hört man, dass diese Mittel heute immer öfter, immer selbstverständlicher und auch an immer jüngere Leute schon, ja, verschrieben werden. Und warum? Nicht, weil da ein physischer Defekt ist, sondern weil das, was ich angesprochen habe, Arati, diese Unzufriedenheit, diese innere Öde und Leerheit, der Hintergrund ist. Da nochmal ein Beispiel, also eine alte Bekannte von mir, die ein sehr bewegtes Leben geführt hat, weil sie auch berufstätig war, den Haushalt zu führen hatte, mit 3 Kindern zu tun hatte, alleinerziehend war und mit ihrem Ex-Mann permanent sozusagen im Clinch lag. Und wenn die mir das erzählt hat, sagt sie mir immer, ach Alfred, weißt du, was ich mir wünsche? Einen Ort, an dem nichts los ist und eine Zeit, in der nichts passiert und das für mein ganzes Leben. Ja, denke ich, das ist ein Wunsch. Ja. Und dann hatte sie die Gelegenheit, mal eine Auszeit zu nehmen, mal wirklich alles von sich abzugeben, alles zu lassen und rauszugehen. Nach 3 Tagen war sie wieder da. Warum? Weil sie das, was sie sich so sehnlichst gewünscht hat, überhaupt nicht ertragen hat. Als diese Situation mal eingetreten war, ja, hat sie bald gemerkt, das kann ich gar nicht ertragen. Sie hat das nicht so formuliert, sie hat es nur gespürt und hat es dann auch rationalisiert. Ja, ich musste zurück, da war was Wichtiges und da wäre es ohne mich nicht gegangen, was man sich so alles vormacht. Aber der Hintergrund war ganz einfach der, dass der innere Status der Bewegtheit, Bewegtheit ist ja immer die Suche nach irgendetwas, was diese Bewegtheit stillt. Das war so aufgeputscht und so aufgedreht, dass es gar nicht möglich war, dann in dieser Situation länger zu verharren. Das ist vielleicht ein sehr deutliches Beispiel. Und man kann sehen, dass das nicht bei jedem in dieser extremen Art und Weise ist, aber mehr oder weniger von dieser Situation haben wir alle irgendwie mit uns. Also, Abgeschiedenheit ist auch, oder die Konfrontation mit Abgeschiedenheit ist auch ein gutes Kontrollmittel. Wie bin ich denn innerlich drauf? Kann ich zur Ruhe kommen? Bin ich zur Ruhe oder bin ich in Ruhe oder muss ich wieder in den Trubel, um überhaupt zu merken, dass ich lebe? Und jetzt mache ich mal einen Sprung zu etwas, wo man vielleicht gar nicht dran denkt, dass das auch etwas mit dem Thema zu tun haben könnte, nämlich das Verhältnis oder unser Verhältnis von Tod und Sterben. Wie stellt man sich den eigenen Tod vor? Und da wird man feststellen, dass viele Menschen aus verschiedenen Gründen Angst vor dem Tod haben. Und einer der Gründe ist ganz sicher auch der Grund von Arati, von Unlust und Unzufriedenheit. Warum? Der normale Mensch denkt sich, wenn ich sterbe, dann hört alles Erleben auf. Wenn ich nicht mehr da bin, dann geht auch die Welt unter. Und das empfindet man vor dem Hintergrund eben seiner Durchschnittsempfindung, von seiner Gemütslage. Denn was ja empfindungsmäßig nicht untergeht, das ist, wie man so emotional drauf ist. Und man spürt hier ein Verlangen nach Welt, hat aber gleichzeitig die Befürchtung, die Welt geht ja unter. Und dadurch entsteht dieses Missverhältnis. Also hier ist nach Drang nach Erleben, aber die Objekte des Erlebens sind ja mit dem Tode nicht mehr da. Und deshalb empfindet man
die Frustration, die man unterschwellig und unbemerkt bei sich hat, als große Gefährdung, weil man denkt, die Frustration ist nach wie vor da, aber alle die Mittel, die mir bisher geholfen haben, diese Frustration zu überwinden, verschwinden eben mit dem Sterben und mit dem Tod. Also dieses unterschwellig gefühlte innere Vakuum erzeugt die Angst, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, dieses Vakuum zu füllen. Und last not least ein Beispiel auch aus dem Dhamma-Umfeld, weil Arati, Unlust, Unzufriedenheit natürlich auch ein Hindernis sein kann in der Meditation. Das hat mancher schon gemerkt, auch wenn man das nicht mit den Namen jetzt bezeichnen muss, es ja nicht so und so nennen, aber der Sachverhalt ist derselbe. Man sitzt da und der Geist ist unzufrieden. Der Geist verlangt nach Beschäftigung. Der kann nicht sagen, ach wie schön, jetzt ist mal Ruhe, jetzt ist mal Stille, konzentrier dich doch auf deinen Atem. Nee. Auch da ist diese Grundhaltung, es muss was passieren, ich muss was erleben, sonst gehe ich irgendwie vor die Hunde oder was. Und was macht der Geist, wenn von außen nichts kommt, wenn man die Augen zu hat und die Beine verschränkt hat und nicht gerade irgendwie was körperlich aktiv ist? Der Geist produziert dann die Beschäftigung. Er denkt an das, was gestern war und vorgestern und vor 7 Jahren und denkt an das, was morgen passiert und passieren sollte, in den nächsten Urlaub und irgendwann in die weite Zukunft. Oder dass gerade im Moment eigentlich zu Hause die oder jene Arbeit ansteht. Viele Varianten von Erscheinungsformen, aber dasselbe ist immer das, was emotional und gefühlsmäßig dahinter steht. Und last not least auch sowas wie die Verspanntheit des Körpers macht durchaus auch ein Indiz dafür sein, weil der Körper im Moment jetzt einfach gezwängt ist, er kann seinen Trieben und Neigungen nicht nachgehen, er will eigentlich mehr aktiv sein, viel mehr erleben, ist aber durch diese meditative Übung im Moment gehemmt. So, das ist ein bisschen was, um zu konkretisieren, was mit diesem Zustand, mit dieser inneren Befindlichkeit gemeint ist. Und der nächste Schritt müsste sein, dass man fragt, wo kommt das her? Das wissen wir ja, dass der Erwachte nicht nur die Phänomene schildert, so und so ist es, das und das gibt's, sondern stellt immer zugleich auch die Frage, warum ist das so? Wo kommt das her? Warum ist diese innere Befindlichkeit gerade so, wie sie sich im Moment zeigt? Und hier kann man sagen, dass Arati sowas wie ein Sammelbegriff ist, der für 3 innere Haltungen steht. Vyapada, Vihinsa und Karma. Oder anders gesagt, Arati, also diese Grundbefindlichkeit, dieses Grundgefühl, ist ein Gemisch von diesen 3 inneren Haltungen dieser Gemütsverfassung. Und die muss man sich nochmal vor Augen führen, ihr kennt sie, aber man muss sich die in dem Zusammenhang nochmal klar machen. So, Vyapada. Das ist eine Gemütshaltung, die eigentlich die übelste ist, weil sie unmittelbar schädigend ist und auch langfristig gesehen die übelsten Folgen für einen selbst und andere hat. So, Vyapada wörtlich ist Böswilligkeit, nicht? Hass, schädigen wollen, dem anderen wirklich wehtun wollen, also dem anderen nicht wohlwollen, bewusst grausam zu sein, Gemeinheiten mit Freude auszuüben, jemanden quälen, also töten im schlimmsten Fall, also all das, was man jemanden antun kann, was den anderen schädigt. Und da ist es klar, und das macht der Buddha immer wieder deutlich, dass das am stärksten einfach Eintrübungen unseres Gemütes zur Folge hat. Um das ein bisschen anschaulich zu machen, gibt er dazu ein Gleichnis, das ich euch gerne mal vorlese. Er sagt nämlich, gleich wie die Schatten hoher Gipfel um Sonnenuntergang über die Ebene kommen, über sie niedersinken, über sie herabziehen.
Ebenso nun auch sind es, wenn der Tor auf seinem Stuhle Platz genommen hat oder auf ein Lager sich hingelegt hat oder auf der Erde ausruht, die bösen Taten, die früher er getan hat, schlechte Handlungen in Werken, in Worten, in Gedanken, die um diese Zeit über ihn kommen, über ihn niederziehen, über ihn niedersinken. Ich glaube, das ist ein deutliches Beispiel. Also der Tor ist der, der irgendwann mal zur Ruhe kommt, Feierabend, hockt zu Hause, er ist mit sich selbst konfrontiert, einen Moment, und da merkt er, wie die Schatten wirklich über ihn ziehen. So wie die Schatten der Berge über das Tal sich legen, so legen sich jetzt die Schatten seines eigenen Gemüts über ihn. Warum? Er kann in dieser Situation sich nicht ablenken. Klammer auf, er wird es gleich tun. Ja, er wird gleich die Klotze anmachen oder sich auf Fahrrad setzen und 10 Kilometer fahren. Aber das sind so Momente, wo man keine äußerlichen Aktivitäten zeigt, dass man dann auf sich selbst zurückgeworfen ist und dann merkt, wie man eigentlich drauf ist. Und wenn man ein Viapada-Typ ist, also ein Gewalttyp, ein Schadens-, ein Hasstyp, dann ist die innere Befindlichkeit eben entsprechend Verdunkelung, Eintrübung des Gemütes. Zweite Gemütshaltung wird Vihingsa genannt, meistens übersetzt mit Rücksichtslosigkeit, Egozentriertheit. Das ist eine sehr verbreitete Art von Haltung. Ja, Vihingsa ist ein Sammelbegriff für alle möglichen Dinge. Man kann fast sagen, es gehört alles dazu, was nicht gerade Viapada und Karma ist. Wenn man mehr an sich nur denkt, wenn man rücksichtslos ist, die eigenen Interessen verfolgt, den anderen dabei auf die Füße tritt, nicht, dem anderen wehtut, ohne, und das ist der entscheidende Unterschied zum ersten Beispiel, ohne dass man dazu eine böse Absicht hat. Also Vihingsa hat man, wenn man auf sich fixiert ist, den anderen missachtet, den anderen nicht sieht, mit Nächsten blind ist, aber nicht, weil er ein böser Kerl ist, sondern weil er einfach nicht sieht, dass andere Menschen da sind, die auch Interessen haben, denen man vielleicht auch mal was zugute kommen lässt oder denen man einfach mal mit Rücksicht begegnen soll. Auch das ist eine Art von Trübung, die ist nicht ganz so gravierend, aber es ist eine Grundtrübung, weil immer da, wo das Ego im Vordergrund steht, ist auch eine Art von Anspannung. Es ist immer das Bedürfnis, das Ego zu verteidigen, dem Ego das zuzuführen, was es gerade braucht oder meint zu brauchen. Und wo das der Fall ist, ist keine innere Freiheit, ist kein Gelöstsein und keine innere Harmonie. Und das Dritte, das ist uns auch sehr bekannt, das nennt der Buddha in Pali Karma, nicht? Also Sinneswünsche. Das ist ein Leben, das darauf orientiert ist, den Sinnen angenehme Daten zuzuführen, damit man angenehme Gefühle hat. Das ist auch sehr nachhaltige Orientierung im Leben und vor allen Dingen eine, von denen der normale Mensch noch am ehesten sagt, ja, selbstverständlich, das ist doch das Leben. Deshalb leben wir doch, um unsere Gefühle zu befriedigen mit Sinnendingen. Also da ist nicht mal wie bei Viapada so eine Art kritische Distanz, sondern das wird als selbstverständlich zum Leben genannt. Und Arati, um darauf jetzt wieder zurückzukommen, ist, wenn ihr so wollt, eine Resultante aus diesen drei Grundanliegen oder drei Grundformationen, mit denen wir leben. Und wenn ich sage, mit denen wir leben, dann heißt das, dass diese drei im menschlichen Leben so etwas wie ein Normalzustand ist. Also ich beschreibe eben jetzt nichts, wo ich sagen müsste, oh je, dann habt ihr mal gesehen, was es alles so in der Welt gibt, welche Extreme es doch gibt, ne? Also vor was man sich da alles schützen müsste und so weiter und so fort. Sondern was ich jetzt geschildert habe, diese drei sind für einen Menschen normal in der Karma-Welt, in der Welt der Sinnensucht, ist das der Durchschnittszustand. Ja? Fußnote,
auch wenn sich das in einem sehr unterschiedlichen Mischungsverhältnis zeigt. Nicht jeder Mensch hat sozusagen alle drei gleichmäßig. Bei dem einen dominiert das eine, bei dem anderen das andere. Und von der Stärke macht es auch unterschiedlich sein. Aber in der Sinnenzuchtwelt leben heißt mit diesen drei Grundstimmungen vertraut sein. Und ich habe die deshalb auch genannt, weil sie uns den Maßstab geben, uns mal selbst zu überprüfen. Es geht ja nicht darum, jetzt nur abstrakte Vorträge zu halten, was der Mensch an sich ist und wie er drauf ist und welche Emotionen er hat. Alles interessant und schön, aber was uns am meisten zu interessieren hat, was ist da bei uns noch vorhanden? Ja, was gibt's denn da bei uns, weil das ja auch unser Leben prägt. Es ist keine akademische Sache, über die wir reden, sondern das ist eine Sache, die uns 24 Stunden im Grunde begleitet. Und von daher braucht es ein bisschen Klarheit. Also wie sieht die Selbsteinschätzung aus? Ich nenne das jetzt mal modellhaft auch durchschnittlich, wie ich das so sehe. Also fangen wir bei Viapada Böswilligkeit an. Und da habe ich den Eindruck, dass die allermeisten Menschen, nicht alle, aber die allermeisten doch wenigstens auf der Ebene des Geistes sagen, also das ist nichts. Also böswillig will ich nicht sein. Ich will kein Übeltäter in der Welt sein. Vielleicht bin ich kein Heiliger, okay, aber ein richtiger Übeltäter, das will ich nicht sein. Also auf der Ebene der Beurteilung, glaube ich, sind die allermeisten Menschen da klar. Aber schon auf der Ebene der Sprache, ja? Nein, lass die Sprache nochmal, kommen wir zum Gröbsten erst nochmal zur körperlichen Aktion, zu Handlungen. Und da glaube ich, dass es da noch subtilere Formen gibt von auch Böswilligkeit anderen gegenüber, die uns so durchrutschen, ohne dass wir uns da vielleicht richtig Gedanken drüber machen. Also wir werden niemanden erschießen oder die Autoreifen aufschlitzen oder sowas. Aber kennt ihr nicht auch eine Situation, wo einer einen Fehler macht und man weiß, wo das hinläuft, er wird einen Schaden davon haben und man so bei sich denkt, das habe ich dem dreimal schon gesagt, jetzt lasse ich den doch mal auflaufen, da wird er mal sehen, was daraus wird, ja? Im Grunde ist es eine Art von Böswilligkeit. Man will jemanden bewusst schaden, man brämt oder verbrämt es ein bisschen. Ja, ich will ihm ja im Grunde nur zeigen, dass er was falsch macht. Aber man akzeptiert und billigt, dass jemand mit dem Kopf an die Wand rennt, ja, und einen Schaden davon hat. Ich sage das nur, um zu zeigen, dass wir nicht allzu früh sagen, damit haben wir gar nichts mehr zu tun. Das geht die anderen an, die Bösen, die in der Zeitung stehen, wir haben damit nichts zu tun. Und noch deutlicher wird es, glaube ich, wenn man auf der sprachlichen Ebene da mal näher hinguckt, wann kann man noch ein gehässiges Wort sagen? Das rutscht einem schneller mal raus, dass man was Übles wirklich sagt, was andere verletzt. Es gehört ja auch zu den Silas, darauf zu achten, dass man keine verletzende Sprache hat. Oder wann hört man noch gerne üble Witze und redet sie nach oder erzählt sie weiter, lacht wenigstens drüber. Das sind so Elemente, wo man merkt, ja, so, da ist vielleicht doch das eine oder andere noch zu polieren. Und am schwierigsten wird es sicher da, wo es um die Gedanken geht, weil man die A weniger unter Kontrolle hat und weil man die B auch gar nicht für so wichtig nimmt. Ja. Und da kann ich mir vorstellen, dass man sich doch öfter mal so hinreißen lässt, mal so ein bisschen so einen gehässigen Gedanken auszuspinnen. Ja, so, dass man jemanden mal wirklich zur Rede stellt oder was. Ich habe mich selbst geprüft, ja, auch meine letzten Jahre mal angeguckt und muss feststellen, ich habe über die Jahre hinweg immer mal wieder einen bestimmten Lehrer verdroschen, ja, bis in jüngste Zeit, wenn da so eine Erinnerung auftaucht, ach der, und dann waren so Art von, das kann man ruhig Gewaltfantasien nennen, dass ich den richtig so innerlich, dem habe ich es dann doch mal gezeigt jetzt, ja, und also ich will nicht in die Details gehen, um so Nachahmeeffekte zu erzeugen. Und bis in diese jüngsten Tage hinein, also ihr kriegt ja auch dauernd irgendwelche Mails, die unerwünscht sind. Ja, und ich kriege jetzt seit Tagen ständig das Angebot, Kredite bis 100.000 Euro ohne Schufa.
interessiert mich null, aber jeden Tag 3, 4, 5. Und da denke ich mir so, ja, wie wäre denn es so ein Knopf an der Tastatur, so einen roten Knopf? Wenn man da drauf drückt, nicht, dann geht das so zurück zu dem Ursprungs-PC und sprengt den einfach in die Luft. Da denke ich mir, okay, verletzt werden braucht keiner, aber die sollen mindestens schwarz, irgendwie so schwarz von oben bis unten an ihrem PC sitzen. Ah, das wäre mal eine Idee, wirklich mal was Sinnvolles zu machen. So, was ist das anderes als eine Art von Böswilligkeit, Gehässigkeit auf der Ebene des Denkens? Ja, das macht harmlos klingen, aber aus Gedanken werden ja Worte und aus Worten werden irgendwann auch mal Taten. Also ihr seht, das verfolgt einem, auch wenn man vielleicht denkt, ach, gehässig sind die anderen, man hat noch zu tun, man ist ja auch Mensch. Und ähnlich ist es auch mit dem ganzen Gebiet von Vihingsa. Das habe ich vorhin mit Egozentriertheit bezeichnet. Das ist so der ganze Bereich, der unterschätzte Bereich von Grobheit, ja, Taktlosigkeit. Der Hintergrund ist in Amerika formuliert, America first. Und das ist die Haltung, das ist die Vihingsa-Haltung, ich zuerst. Das muss gar nicht jetzt eine Ideologie sein, aber das ist so das Grundempfinden. Erst gelten natürlich meine Interessen, dann lange nichts und dann kommen die anderen. Ja? Da ist man nicht böswillig, aber man ist so von den eigenen Interessen, eigenen Wünschen und Sehnsüchten einfach eingenommen, dass automatisch der andere sozusagen in die zweite Reihe rückt. Ja? Weil die eigenen Gefühle, Arati, die spürt man ja am ehesten. Man spürt ja nicht die Unzufriedenheit der anderen, man spürt die eigene Unzufriedenheit und deshalb ist die automatische Intention, die muss weg. Und das ist der ganze Bereich von Vihingsa, wo der andere in die zweite, dritte Reihe rückt. Und deutlicher wird das in so bestimmten Verhaltensmustern wie Trotz und Besserwisserei und Rechthaberei, also all diese Ego-Trips, die man so ohne weiteres fährt. Unnachgiebigkeit, Sturheit, auch bis in Geiz hinein. Das ist auch eine Form von Vihingsa. Der andere ist nicht so wichtig. Selbstfressen macht fett, sagt man, glaube ich. Ja? Also das ist dieser Bereich. Und der weiteste Bereich, der uns auch betrifft, das ist Karma, Sinnenbefriedigung, Sinnenwunsch. Das ist ja etwas, was unser Leben weitgehend ausmacht, dass unsere Gedanken sehr oft und sehr intensiv darum kreisen, was könnte ich mir denn mal Gutes tun? Ja? Wo könnte ich heute Abend hingehen? Was ist am Wochenende los? Wo waren wir schon lange nicht mehr aus? Mit wem könnte ich mich mal treffen? Ja, und die Klamotten kann ich auch nicht mehr sehen an mir, da muss was passieren. Und jetzt brauche ich einen Kaffee und jetzt brauche ich was Süßes. Und diese tausend Dinge, die permanent auftauchen. Und ich rede nur von denen, über die man so öffentlich reden kann. Ja, es gibt ja noch andere, über die man nicht so gern redet, die man aber genauso vielleicht in sich noch spürt. So, das ist jetzt der Hintergrund. Warum ist diese Gemengelage, die der Buddha Arati nennt, Unlust, Unzufriedenheit, weil diese drei menschlichen Grundhaltungen unsere Lebensmelodie sozusagen ausmachen. Und der Witz ist, dass wir auf dieser Basis unsere täglichen Erlebnisse ja haben. Wir haben die ja nicht irgendwie neutral, sondern auf dieser Basis, auf dieser Grundsituation erleben wir das. Das heißt, wir erleben manchmal Freude, und das meint, es gibt in dieser Situation eine kleine Entlastung. Es wird ein bisschen schöner für einen Moment, es wird besser für einen Moment. Und dann gibt es eine zusätzliche Belastung. Wenn man Schmerz hat, schlechten Tag oder irgendwas Unglückliches passiert, man hat Ungemach. Das heißt, die unschöne Erfahrung, die man macht, bringt uns sozusagen unter das Niveau. Aber was wir eben nicht mitkriegen, was wir nicht richtig verstehen, ist das Grundniveau, auf dem wir uns befinden. Und weil wir das nicht kennen,
streben wir die kurzfristige Verbesserung an. Ach, das ist schön, dann will ich das wieder haben. Und die kurzfristigen Dämpfer, die versuchen wir zu vermeiden oder je nachdem schnell zu beseitigen. Aber nochmal, die eigentliche Problemlage, dass wir uns in einer Haltung von Arati, von Unzufriedenheit und Unlust befinden, die beachten wir überhaupt nicht. Sagst du es mal bildhaft, damit man das ein bisschen plastisch hat. Also wenn die Sonne scheint, sagen wir, ach, wunderschön heute. Ja, freuen wir uns, begrüßen wir uns. Wir wissen, heute ist ein Hoch. Morgen regnet's, ärgern wir uns vielleicht, wissen wir, heute ist schlechtes Wetter. Aber was wir nicht wissen, ist, in welchem Klima wir überhaupt leben. Weil das haben wir gar nicht, sozusagen im Blick. Wir merken die Erhöhungen und die Abschwächungen oder die Niederschläge, aber wir merken nicht, dass die Dauersituation, in der wir uns befinden. Und genau das lässt sich übertragen auf die Situation Unlust und Unzufriedenheit. Die merken wir gar nicht, weil die quasi uns immer begleitet. Ja? Also so wie ein Dauergeräusch, ja, das wir irgendwann gar nicht mehr hört. Man merkt nur, wenn es leiser wird oder wenn sie mal weg ist. Ja, aber dieses Durchgehende, das kriegt man gar nicht mit. Oder in der eigenen Wohnung kann man das merken. Da hängen so viele Bilder, die man schon gar nicht mehr wahrnimmt. Dann weiß man gar nicht mehr, dass das alles sozusagen da hängt. Ja. Das wäre alles gar nicht so wild, wenn nicht daraus sich ergeben würde, dass unsere Ziele, die wir uns setzen, unsere Handlungsoptionen, die wir haben, nicht genauso eng wären. Ja? Weil wir bleiben auch da im Klein-Klein. Wir sind darauf aus, dass wir diese momentanen erhellenden Berührungsgefühle im Außen, dass wir die haben, die angenehmen ersehnen und uns verschaffen und die unangenehmen eben vermeiden. Wir pendeln sozusagen ständig zwischen dem Unbefriedigtsein zum Befriedigtsein hin und fallen gleich wieder zurück. Menschliches Leben ist nichts anderes als dieses Hin und Her und auf und ab. Da gibt's eine sehr schöne Geschichte, ich glaube, sie kommt aus China, die mir immer wunderbar gefallen hat, ist die Geschichte vom Floh, der auf einer heißen Herdplatte sitzt. Ja, viele von euch werden die kennen. So, also der Floh ist ja in einer brenzligen Situation, weil es unten ziemlich brennt. So, was macht er? Er springt hoch. Ha, wunderbar, die Füße sind im Moment nicht mehr so heiß, ja, das fühlt sich wunderbar an. Aber bis er das gemerkt hat, ist er natürlich wieder auf seine Herdplatte runtergepurzelt und es brennt wieder. Ja. So, was er mitkriegt, ist Erleichterung und das ist seine einzige Strategie, die er kennt. Er muss sozusagen hoch, um von seiner Grundsituation wegzukommen, fällt aber gleich wieder in dieselbe Situation zurück. Und das ist natürlich auch die Blindheit des Flohs, der weiß nicht, um was es geht. Er weiß nicht, welche Strategie er einschlagen müsste, denn die Strategie, die er hat, das Hochspringen, nutzt gar nichts, weil es nur eine vorübergehende Erleichterung ist. Er müsste eigentlich von der Herdplatte runter, ja? Wo es nicht mehr heiß ist. Er müsste entweder die Herdplatte ausschalten, kühl machen oder von ihr runterspringen. Und das weiß er natürlich nicht, dass das so geht, weil er die Lage nicht überschaut. Und das kann man fast eins zu eins auf unsere Arati-Situation übertragen. Was wir uns wünschen, ist Rati. Also das Gegenteil von unbefriedigt sein, nämlich die Befriedigung im momentanen sinnlichen Genuss, in der Abwechslung, in der Zerstreuung, die wir uns bringen oder uns irgendwie verschaffen. Aber was wir eben nicht wissen, dass wir schon in einer üblen Grundsituation sind, die wir eigentlich verlassen müssten, damit das Problem generell löst. Um das Klimabeispiel nochmal zu nennen, ja, mal ist es schönes Wetter, dann ist es toll, mal ist es schlechtes Wetter, dann ist es nix. Aber wir wissen gar nicht, dass wir in einem ungesunden Klima leben. Uns ist nicht klar, dass das Rhein-Main-Gebiet, um das als Bild jetzt mal zu benutzen, ein Gebiet ist, wo man nicht richtig gesund sein kann bei der Luft und bei der Lärmbelästigung.
Wir freuen uns auf die kleinen Verbesserungen des Wetters, aber wissen nicht, dass wir eigentlich, weiß ich, in die Alpen oder irgendwo hinziehen müssten, wo das Klima ein ganz anderes ist. Bleibt die Frage nur, was macht man jetzt? Ich glaube, es deutet sich an, dass es nicht darum geht, so im Klein-Klein Arati mal für den Moment zu beseitigen, sondern generell von Arati loszukommen. Und da gibt es so eine Alternative. Ich mache hier gern immer auch ein bisschen Pali, damit ihr das wiedererkennt. Da gibt es eine Alternative, die der Buddha Pamucha nennt. Pamucha oder Pamocha, in Klammern, da hängt auch Mudita zusammen, das sprachlich gesehen. Und was ist das? Das ist eine Freudigkeit und innere Fröhlichkeit aus sich heraus. Ratti ist auch Freude, aber Ratti als Gegenstück zu Arati ist eine Freude, die man durch Kontakt mit äußeren Dingen bezieht. Also was schönes Essen, was schönes Trinken, was Angenehmes erleben. Aber Pamocha ist eine Freude, die einen ganz anderen Ursprung hat, eine andere Quelle hat, die aus dem Menschen sozusagen an sich herauskommt. Also es ist eine andere Grundmelodie des Lebens. Es ist nicht nur eine Abweichung, sondern es ist eine ganz neue Melodie. Und auch diese Haltung will ich an zwei, drei Beispielen mal so ein bisschen plastisch machen, wo man die vielleicht noch sieht. Also mir ist das früher aufgefallen, heute auch immer weniger. Aber früher hat man immer mal Menschen gesehen, alte Leute, die da irgendwo saßen. Die haben nichts gemacht, die haben keine Aktivitäten gezeigt, nicht? Die haben sich auch nicht irgendwie berieseln lassen, sondern die saßen da und waren froh. Sie waren in sich froh, die hatten alles, was sie brauchten. Also keinen äußeren Input, sondern aus ihnen heraus war das, was hier Pamocha genannt wird, eine innere Harmonie und Zufriedenheit. Klammer auf, ich rede nicht von den dumpfen alten Menschen, die man heute auf den Heimen sieht. Das ist eine ganz andere Kategorie. Sondern die Menschen, denen es genügt, wenn da mal ein Vogel vorbeifliegt. Ach, das war jetzt schön. Aber wenn er nicht vorbeifliegt, der Vogel ist auch gut. So, das Zweite, da gibt's auch das eine oder andere, was man aus der eigenen Erfahrung kennt, was ich ein sonniges Gemüt nenne. Es gibt ja Menschen, die haben sonniges Gemüt. Und das Wort spricht eigentlich schon für sich. Die sind immer gut drauf, sind immer gut gelaunt, egal was notwendig ist, was möglich ist, was gerade passiert. Sie fühlen sich zufrieden. Sie sind in einer inneren guten Stimmung. Unverkrampftes Leben. Das ist eine Art von Grundharmonie, die auch gar nicht groß gedrückt werden kann, wenn irgendwas Unangenehmes draußen passiert. Und das Letzte auch ein Indiz, das in unserer Sprache noch vorhanden ist, aber in der Erfahrung zu wenig auftaucht, das ist das, was man früher die Heiterkeit der Seele genannt hat. Eine Heiterkeit der Seele, könnte der Buddha sagen, das unterschreibe ich sofort, das ist das, was ich mit Pamocha nenne. Das ist eine innere Helligkeit, ein innerer Wohlklang, eine innere Zufriedenheit mit sich. Also da ist man in Balance, da ist man nicht gerissen, nicht gezerrt, nicht bedrückt von Wünschen oder bedrückt von irgendwelchen Ängsten. Man hat keine großen Hoffnungen, weil man sie nicht braucht, weil in sich alles irgendwie rund ist. Und dieses Lebensgefühl, das sich sicher viel besser anfühlt als Arati, dieses ja, missmutige, hoch, heute schon wieder Montag, so ungefähr, ist natürlich auch nichts, was wir mit der Muttermilch eingesogen haben oder was genetisch bedingt ist. Als Buddhisten sind wir ja gewöhnt, die Dinge auch karmisch zu betrachten. Und da muss man sagen, auch diese innere Heiterkeit, so wie der innere Missmut, sind karmisch bedingt. Und da wir uns nicht unbedingt interessieren dafür, wie wir unseren Missmut noch steigern, sondern mehr, wie wir frei davon kommen, ja, fragt man sich, wo kommt Pamucha, wo kommt diese innere Heiterkeit und Freude her? Und die Antwort ist ganz einfach. In dem Maße, wo
Vyapada, Vihingsa und Karma schwächer werden oder aufhören, in demselben Maße muss quasi diese innere Heiterkeit aufkommen. Also es geht gar nicht darum, sich etwas künstlich zu erwerben oder aufzubauen. Es geht im Kern mehr darum oder überhaupt darum, all das, was an Trübungen noch da ist, Schritt für Schritt beiseite zu tun. Also wenn man die dunklen Wolken am Himmel beiseite schiebt, dann strahlt der Himmel von alleine. Den muss man sozusagen nicht bauen. Das ist jetzt etwas, was sich automatisch ergibt, wenn die Wolken weg sind. Oder wenn unsere Kleidung mal wieder gewaschen wird und die Flecken sind raus, dann leuchten die Farben von sich. Die Farben an sich leuchten. Sie werden nur nicht in dem Maße sichtbar, wenn sich Schmutz drüber lagert. Und so wird diese innere Freude gerade so verhindert, wenn sich diese drei unguten inneren Haltungen über unser Gemüt legen. Und wenn man das weiß, dann wird auch verständlich, warum der Buddha immer wieder bestimmte Übungen empfiehlt. Nicht? Und darauf läuft ja auch der heutige Abend hinaus, dass man sich überlegt, was gibt es denn zu tun, dass man von diesem Wissen jetzt, was es gibt, auch zur Praxis kommt, die einen in diese Richtung führt. Da will ich ein paar wenige noch nennen. Sie sind uns alle ja nicht unbekannt, jeder kennt die, nur in dem Zusammenhang, in dem ich sie heute Abend vorstelle, haben sie dann nochmal ein eigenes Gewicht oder eine eigene Bedeutung. Die Basisübung, von der der Erwachte immer spricht, Dana, geben, Großzügigkeit. Ja, warum? Weil das eine ganz primitive, was heißt primitiv, eine schlichte, aber doch wirkungsvolle Übung ist, das eigene Herz zu öffnen. Ja, diese Enge, diese Vihingsa-Enge wegzunehmen und einfach es leichter und heller zu machen, was sich in uns so tut. Da will ich einen Satz euch vorlesen, der das ein bisschen erhält. Beim Geben beschwichtigt sich sein Herz und nach dem Geben empfindet er Genugtuung. Das sind so schlichte Sätze, die da stehen, aber es steckt im Grunde eine Revolution drin, nämlich wie man von Arati wegkommt, wie man zu dieser inneren Fröhlichkeit kommt, indem er sich solche Verhaltensweisen, komm her, kann ich brauchen, mehr abgewöhnt und zu Verhaltensweisen kommt, die mehr mit Geben und Großzügigkeit zu tun haben. Und das sind eben innere Gesetzmäßigkeiten, das sind ja keine moralischen Appelle, ach bitte, seid doch edel und seid doch große Menschen, sondern es ist eine psychologische Gesetzmäßigkeit, wer sich so und so verhält, verändert sich in der und der Art und Weise und das Ergebnis, das sich daraus ergibt, ist positiv. Das nächste, ihr ahnt es schon, das ist das Einhalten der Sila. Ich habe vorhin das Gegenstück genannt, wer die Silas nicht einhält, über den legen sich die emotionalen Schatten. Das ist eine innere Gesetzmäßigkeit auch. Und wer die Silas einhält, ich brauche das gar nicht in Details zu sagen, ja, wer die Silas einhält, der vermeidet dadurch, dass diese Schatten über ihn herabziehen. Das Ganze hat der Erwachte auch positiv formuliert, wenn er sagt, durch die Einhaltung dieser Tugenden empfindet er ein inneres, untadeliges Glück. Wenn man hört, du sollst und du darfst nicht, klingt das nicht sehr einladend. Aber wenn man hier hört, dass die Beachtung der Silas darin mündet, dass man innere Freudigkeit, Glück empfindet, dann hat es gleich eine ganz andere Dimension. Warum? Das ist ganz schlicht darin ausgedrückt, wer ein gutes Gewissen hat, hat ein gutes und sanftes Ruhekissen. Das ist damit ganz einfach gemeint. Wer sich ordentlich verhält, ich sag's mal ein bisschen vereinfacht, wer sich ordentlich verhält, lädt sich keine Schuldgefühle, keinen Gewissensdruck, keine inneren Schatten auf. So einfach ist das. Und das ist ein bisschen erweitert noch auf die Ebene des, ja, auf die Ebene der Motivation. Kann man sagen, dass das generelle Wohlwollen anderen Menschen gegenüber die Basis ist für Freudigkeit und innere Helligkeit. Erwirket bei euch, Empfehlung des Buddha,
erwirket bei euch, dass ihr am Nichtverletzen der Wesen erhellende Freude gewinnt und dass ihr über das Schonen der Wesen glücklich und froh werdet. Also der normale Mensch betrachtet den anderen, die andere als Ausbeutungsobjekt. Was kann der oder die für mich bringen? Was tut der Gutes oder Schlechtes für mich? Und hier wird es umgekehrt, nicht? Da wird nicht erwartet, dass der andere irgendwie Freudenzuträger ist, sondern umgekehrt, wenn man Wohlwollen dem anderen gegenüber zeigt, dass das mit ein Grund ist, dass eigene innere Freude entsteht. Und in dem Zusammenhang sind auch die 6 unübertrefflichen Erinnerungen zu erwähnen, ja? Die bekannten und berühmten 6 Anusati, wo man bestimmte Dhamma-Aspekte immer wieder kontempliert. Sprich über Buddha, Dhamma, Sangha, über die eigenen Tugenden, über das Loslassen, über die Himmelswesen. Das ist ja eine Grundkontemplation, die der Buddha gerade Hausleuten ans Herz legt. Und da heißt es, wer das tut, erlangt ein Empfinden für das Heilsziel, ein Empfinden für die Wahrheit, innere Helle und Freude über Orientierung. Das sind jetzt 1,5 Zeilen, aber da ist eine ganze Welt, ist da genannt. Weil wer diese Dinge kontempliert, wird Veda erfahren. Und Veda im Indischen heißt einerseits erkennen, mitkriegen, was ist, andererseits aber auch eine positive, gefühlsmäßige Begleitung von diesen Erkenntnissen. Und hier sind 2 genannt. Wer über die 6 Dinge kontempliert, gewinnt eine Orientierung für sein Leben. Der weiß irgendwann mal, wo es hingeht und ist nicht länger orientierungslos. Und wer das Gefühl hat, ich weiß, wo es hingeht, ist es automatisch verbunden mit einer großen inneren Entlastung. Ich bin nicht mehr in der Irre, ich bin nicht mehr im Dunkeln, sondern ja, ich habe den Weg betreten. Was auch genannt ist, jemand findet Freude an der Wahrheit. Da muss man mal auf sich achten, wie man reagiert, wenn man mal so einen Aha-Effekt hat. Ach, so ist das. Jetzt habe ich es kapiert. Ja, das ist auch ein Element, wie man sich zur inneren Freude hin entwickeln kann. Klammer, in vielen Lehrreden steht es am Ende. Und zufrieden freuten sich die Mönche, ja, weil sie die Wahrheit oder das Erkennen der Wahrheit unmittelbar als etwas Freudvolles empfunden haben. Nicht nur als intellektuelles Aufnehmen irgendwelcher Daten. Und dann heißt es, letzter Punkt, ja, dass man Pamucha, das wird hier nochmal extra genannt, weil man diese guten Aussichten hat, weil man sich irgendwo richtig orientiert fühlt und glaubt, ich weiß jetzt, wo es lang geht, hat man gute Aussicht für seine Zukunft. Und das ist eine viel größere Entlastung, als wenn man nur denkt, was wird da vielleicht noch auf mich zukommen in der Zukunft. So, ich komme zum Schluss und sage noch 2 Worte, was jetzt die Folgen von diesem inneren Umschwung ausmacht. Also, wir haben gesehen, dass es darauf ankommt, bei seiner Selbstdisziplinierung oder Selbsterziehung von dieser inneren Haltung von Arati, Unzufriedenheit, Unlust wegzukommen und mehr diese Haltung von Pamoja sich anzugewöhnen. Und meine Behauptung ist, erst dann, wenn man diese innerliche Helligkeit einmal erfahren hat, dann weiß man erst rückwirkend, in welchem Zustand man sich vorher befunden hat. Also all das, was wir so als normal empfinden, können wir dann erst als gar nicht so normal und gar nicht so wünschenswert erkennen, wenn wir uns in diese andere Richtung entwickelt haben. Und darin sieht man auch oder erahnt, wenn man merkt, was sich in einem tut, was es da an künftigen Entwicklungsmöglichkeiten alles noch gibt. Denn, und das sollte man sich auch klar machen, Pamoja ist der Anfang vom Anfang. Das ist jetzt nicht gerade jetzt schon ja, Ende der Fahnenstange, ich habe es geschafft. Nee, das ist der erste Übergang aus dem Sumpf sozusagen aufs trockene emotionale Land. Und da geht es erstmal richtig los. Der unmittelbare Vorteil ist, ja, wenn man, ich sag's platt, gut drauf ist, da kann auch Äußerliches mal was schief gehen.
Nicht? Wenn man schlecht drauf ist und eine Mücke sitzt an der Wand, dann ist es eine Katastrophe. Also wenn das innere Klima stimmt, da kann es auch draußen mal stürmen und schneien, macht einem nichts aus. Aber entscheidend sind die lang- und mittelfristigen Folgen. Weil gerade diese Wendung von Arati zu Pamoja, von Missmutigkeit hin zu innerer Freude, eine elementare Wendung in unserem Leben bedeutet, nämlich die Wendung vom Außen weg zum Inneren. Und das muss einem klar sein, dass die eigentliche Aufgabe innen ist und nicht außen und das eigentliche Ziel sich vom Inneren her definiert. Und hier wird angedeutet, ich sagte das eben schon, dass Pamoja so eine Art Leckerli ist, so eine Art Geschmacksprobe, dass man mal merkt, in welche Richtung es überhaupt gehen kann. Und wenn man das begriffen hat, wo eigentlich Gold zu finden ist, wo die Goldmine da ist, dann wird das die Voraussetzung sein, dass man diesen Weg dann auch weiter beschreitet und dann die berühmten PPPSS erleben kann. Alle nicken, müsst ihr kennen. PPPSS. Pamoja, Piti, Passadi, Samadhi, Sukha. Das ist jetzt im Kurzstil, das wollen wir heute nicht bereden, nur als Perspektive, die Leiter der emotionalen Entwicklung, wenn man diesen Dhamma-Weg voranschreitet. Und Pamoja steht am Anfang. Und dann kommen die anderen, die erst das Ganze interessant machen. Und deshalb wollte ich euch ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, die Herzenstrübungen, soweit es geht, zu beseitigen oder weniger zu minimieren, um eben diesen inneren Umschwung einzuleiten oder, wenn er schon so da ist, zu verstärken und den so weit voranzutreiben, dass wir irgendwann mal hier als leuchtende Kugel oder so weit sitzen. Aber das dauert noch, glaube ich, bis nach den Ferien.